Was? Das ist ja eine Rennzug genauso, oder? Aber die Ehre. Dämpft hervorragend. Dann rüsten wir uns noch, bevor es richtig losgeht. Viele sind der Meinung, man kann nur erfolgreich sein, indem man größer, schneller und lauter ist als andere. Aber kann man mit Bescheidenheit und Ruhe erfolgreich sein? Und lässt sich Stille überhaupt verkaufen? Die Antwort darauf kann man hier hören und da spüren. Und wenn wer weiß, wie das funktioniert, dann Jürgen Reinhalter von der Firma Getzen in Vorarlberg mit ihren vibrationsdämmenden Werkstoffen. Guten Morgen, Hermann. Freut mich, dass du da bist. Danke sehr. Jürgen, was macht ihr genau da oder was stellt ihr her? Also wir stellen Polyurethan-Kunststoffe her. Das Haupteinsatzgebiet ist im Bereich der Bahn. Wir lagern komplette Bahnlinien elastisch. Wir lagern aber auch große Gebäude und Maschinenlagerungen. Gut, Hermann, hier würden wir sehen, wie das Ganze funktioniert vom Prinzip her. Könnte natürlich auch sein, dass das ein Fake ist. Ah nein, schau. Nein, das sind beide. Was wir tun, ist eigentlich, wir stoppen den Übertrag von auf der einen Seite Vibrationen, die ausgelöst werden durch Maschinen, dass sie nicht ins Umfeld reingehen. Das heißt, wir erhöhen den Komfort, wir reduzieren etwas und versuchen damit im Prinzip die Menschen und die Anlagen drumherum zu schützen. Das ist eigentlich war ein super Fußabstreifer, merke ich gerade. Ja, wäre schon nicht schlecht. Ich richte dann auch ein Paket her. Okay. Ihr schneidet auch Wurst, sehe ich da, oder? So eine Wurstschneidemaschine. Jürgen, das Thema Corona hat ja die Branchen meistens alle ziemlich erwischt. Wie war das bei euch? Wie ist eurer Firma das ergangen? Ja, die Corona-Zeit hat natürlich hauptsächlich einen negativen Effekt. Klar, es geht um eine Infektion, aber das Positive daran war, dass wir als Gemeinschaft uns anders organisiert haben, dass wir unsere Arbeitsweisen in sehr kurzer Zeit umgestellt haben und auch viele dieser Themen beibehalten werden. Wenn man sieht, Jürgen, ist bei euch der Stellenwert der Forschung enorm hoch. Kann man das so sagen, oder? Das kann man so sagen. Ja. Wir haben vielfältige Anforderungen von den Märkten und da braucht es ganz unterschiedliche Produkte. Und wir haben jetzt für dich eine kleine Challenge vorbereitet, dass du uns hilfst. Wir werden jetzt mal ausprobieren, wie man so ein Produkt herstellt in der ersten Phase. Und da würde ich dich bitten, mit uns zu kommen ins Labor und dann schauen wir uns das gemeinsam an und dann probieren wir es aus. Nein, ist in Ordnung. Labor ist sicherlich sehr spannend. Ja, Hermann, jetzt brauchen wir dich. Wir zählen auf dich. Alle Hoffnungen haben wir im zweiten Halbjahr 2020 auf dich gesetzt. Wir brauchen neue Materialien. Das ist jetzt nicht die erste, die Hoffnung. Ja, und wir haben ein Xylomer und jetzt brauchen wir ein Hermomer. Und das werden wir dann nächstes Jahr im Markt einführen, aber dafür musst du anfangen zu rezeptieren. Okay, Urinproben sind ganz normal, ja, oder? Genau. Die ihr verwendet. Gott sei Dank, man sieht gleich, es ist genug getrunken worden. Seid ihr aufgeregt? Ich schon. Beim ersten Mal ist man immer aufgeregt. Genau. Das ist ja ein Rennzug genauso, oder? Ja. Was? Aue! Ah. Den Rest trinken wir außer. Wie auf der Seite der Rohstoffversorgung braucht man natürlich auch auf der Seite des Kapitals starke Partnerschaften und dort ist Raiffeisen mit Sicherheit einer der Partner, mit der wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und auch dort wollen wir Partnerschaften, die die nächsten 50 Jahre halten. Eigenkreation, da hat mich schon mal interessiert. Aber du musst schnell sein. Ja, das ist schwierig. Oh, da bewegt sich irgendwas. Es ist schwierig, jemanden die Abwesenheit von etwas schmackhaft zu machen. Wie zeigt man keinen Schall, keine Vibration? Wie verkauft man nichts? Erst wenn man den Unterschied, den Getzner Werkstoffe machen, am eigenen Leib erfährt, erkennt man, welch wichtiger Beitrag hier in Vorarlberg geleistet wird. Ein Beitrag für Ruhe und Gelassenheit. Aus dem Nichts zum Weltmarktführer, so geht Jürgen Reinhalter mit der Firma Getzner seine ganz persönlichen Erfolgswege.